Salü, ich bin Lilly Marie und ich bin hier in der Burgarena Finkenstein. Das Wetter ist der Hammer. Gerade ist Soundcheck, denn hier wird heute Julian Le Play singen und ich darf ihn interviewen und ich bin richtig aufgeregt und gleich geht's los. Also seid bereit. Ciao! Ich bin richtig happy. Ja, sehr cool. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Sonne ist schön, Wetter ist schön. Aufgeregt? Das ist mein erstes Konzert seit langer Zeit. Ein Jahr habe ich jetzt nicht gespielt. Und eigentlich bin ich nicht aufgeregt. Das wäre gelogen. Nein, ich freue mich nur weiter. Super. Ja, wo sind wir denn hier? Wir sind auf der Burgarena Finkenstein in Kärnten. Also hinter uns liegt der Farkasee. Der Wörthersee ist, glaube ich, in die Richtung, ganz sicher bin ich nicht. Und ja, es ist eine alte Burgruine, wo man live spielen kann. Ich habe zweimal schon gespielt, aber noch nie oben, weil es immer geregnet hat. Oh, schade. Aber heute haben wir gutes heute Wetter. Heute gutes Wetter. Ich klopfe auf mein Knie. Zum Anfang haben wir hier ein paar Entweder-Oder-Fragen. Oh, okay. Ja. Und ja, also, wir fangen gleich an. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Warum? Ah, weil ich lieber gern leichtes Gepäck habe. Hotel oder Airbnb? Airbnb mag ich lieber. Das ist persönlicher, ist irgendwie so, ich liebe das. Ich habe mein Album, letztes Album habe ich geschrieben, nur in Airbnbs, in Lissabon, Amsterdam, Schweden und so. Das mag ich. Gitarre oder Synthesizer? Gerade Synthesizer, es wechselt sich immer ab. Okay. Bauernhof in Frankreich oder Hütte in Tirol? Weißt du da mehr schon? Ich habe in beiden Locations schon Musik geschrieben. Mhm. Ein drittes Album Zugvögel habe ich in Frankreich geschrieben. Das war schon sehr cool. Also auch am Bauernhof. Ja. Ja. Also das. Hand in Hand oder Zugvögel? Hand in Hand. Wir gehen ab jetzt nur Hand in Hand. Warum? Wir gehen Hand in Hand. Okay. Hand in Hand mag ich extrem gern. Zugvögel auch, aber es ist Tagesverfassung. Okay. Bei dir hat ja alles angefangen. Mit einer Castingshow, oder? Ja. Kiddy Contest? Ja, genau, ja. Mit 12 und du hast nicht gewonnen, genauso wie ich. Ja. Und wie war das bei dir? Ja, es gibt ja die Theorie, dass die nicht gewinnen, dann vielleicht sogar mehr Chancen haben. Ist insofern halt, wenn du gewinnst, dann hast du oft den Druck, sofort irgendwas zu releasen und gleich irgendwie Musik zu machen, die du vielleicht gar nicht machen willst. Ich bin Siebter geworden, da hat sich noch keiner wirklich interessiert und so konnte ich mein Ding quasi mal durchziehen. Und ja, ich freue mich fast, dass ich nicht gewonnen habe. Verstehe ich. Ups, Wespe, ja. Lebensretterin, ja. Also bei mir ist es ja so, ich weiß, wohin ich will. Ich will Sängerin werden. Okay. Das Problem ist, ich weiß einfach noch nicht, wer ich bin. Ja. Wie war bist das ja bei auch dir? Noch jung. Ja. Also ich bin jetzt 27 und ich weiß es immer noch nicht. Also es ist sogar ganz gut, wenn man nicht weiß, wer man ist. Ja, ein Part von Künstler sein, von Musiker sein ist, es nie zu wissen, immer auf der Suche zu sein, Fragen zu stellen, Antworten zu geben, die man dann vielleicht wieder komisch findet. Also ist schon gut, nicht genau zu wissen. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, du meinst so musikalisch, welche Musikrichtung genau, du machen sollst. Das findest du raus. Ich meine, in deinem Alter, ehrlich gesagt, das war bei mir die Zeit, wo ich mir ganz viel Musik angehört habe. Von Rock über Pop über elektronische Musik. Und irgendwann bleibst du dann hängen bei einem Genre und das machst du dann. Was aber du jetzt, dann immer im Kopf hast. Zum ja, jetzt musst du es ja ausprobieren. Ja. Es kann ja sein, dass du Heavy Metal dann irgendwann machst. Mhm. Wenn man auf Wikipedia auf akademisches Gymnasium also sucht, dann findet man, dass du ein berühmter Absolvent des akademischen Gymnasiums bist. Ja. Hattest du dort viel Freiraum oder? Im Gymnasium, wo ich zur Schule gegangen bin, weißt du, ja, da war ich noch nicht bekannt, sagen wir so. Da war ich einfach nur der Julian, so wie jeder einer von 30 Schülern. Ich habe schon damals gesungen, jeder wusste, der Julian ist der auf diesem Gymnasium, der singt. Ich war in der Schulband, so. Aber da haben alle gemeint, ja, das ist so eine Spielerei und das schauen wir mal, das wird nichts. Ein paar haben schon dran geglaubt, aber insofern, da hatte ich viel Freiraum, weil ich nur der Julian war. So. Ja, du warst ja, als du dort in die Schule gingst, warst du ja ein Jahr in Australien. Ja. Wie war das und hast du dich dort gefunden oder warum warst du dort? Also es war tatsächlich, weil du jetzt vorhin gefragt hast, wie du es anlegen sollst, für mich war Australien, da war ich 16, war wirklich ein Punkt, wo ich ein bisschen, wenn du so wie es mich gefunden hast, weil ich dorthin gekommen bin, niemand hat mich gekannt. Ja? Ich habe dort eine Schulband auch kennengelernt, also eine Highschool mit 3000 Schülern. Ja. Ja? Und dort habe ich auch in einer Schulband begonnen, das erste Mal begonnen, Lieder zu schreiben. Das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht nur singen, sondern ich will auch meine eigenen Sachen sehen. Ja.
Und das kann ich dir nur auch ans Herz legen, so mal zu probieren. Und also, du schreibst ja auch, ja, so, genau. Das weiter probier's. Auszubauen. Ja, weil das ist das Besondere, finde ich. Du hast eine mega schöne Stimme, also extrem Dankeschön. Geil. Ja. Und dann noch so, noch so die Königsklasse, noch so eigene Texte, so einen eigenen Style zu finden, dann alles Gute dafür. Danke. Wenn wir schon bei Australien sind, Reisen und so, du reist ja sehr gerne. Ja. Und warst zum Beispiel, wie gesagt, in Frankreich, in Tirol, in Kalifornien. Ja. Wo noch? Also jetzt mein letztes Musikvideo, da habe ich auf die Hose her, habe ich in Marokko gedreht. Ja. Seitdem mag ich so weite Hosen ganz gern, weil so jeder dort ein bisschen locker. So angezogen, lockerer, nicht so diese skinny Jeans. Ja. Also Marokko und Sri Lanka war ich jetzt vor kurzem, in Bali war ich. Also bis vor kurzem war ich nur in Europa und jetzt erstmals mit dem Album ja. habe ich mir ein bisschen Asien angeschaut und quasi dann Afrika, arabischen Raum. Ja, weil immer wenn du reist, schreibst du auch Songs. Ja. Nur was ich bemerkt habe, wenn man deine Songs anhört, dann hört man gar nicht, wo du bist. Also zum Beispiel in Frankreich, Tirol ja. oder so. Warum? Du sprichst ja eigentlich mehr über Gefühle. Ja, es wäre komisch, wenn ich dann plötzlich so tirolerische Volksmusik in Tirol schreibe und in Frankreich irgendwie so Chansons oder so. Manchmal hört man es unterschwellig, weil eine Stadt oder ein Land oder auch das Meer, die einfach so ein Lebensgefühl gibt, ja, du kannst dann nur vermuten, wo es entstanden ist. Ja, weil wenn man dich anspricht ja. auf dein privates Leben, ja. dann ist es so, dass du gar nicht drauf eingehen möchtest. Woher weißt du das? Ich weiß alles. Stimmt. Also, ja. wie trennst du dein privates und dein Jobleben? Mit meinem Namen. Ich heiße Julien Duplé und ich habe auch einen Privatnamen. Ich sage ihn aber nicht. Ja. Nein, ist eh leicht rauszufinden. Ja. Aber für mich ist schon, also das war für mich ein Ding mit 18, 19 auch zu sagen, ich kehre eine Seite von mir raus, das ist Julien Duplé, das ist jemand, der macht sich über diese Dinge Gedanken und der andere ist der dann um 4 Uhr in der Nacht auch um die Häuser zieht mit Freunden und Dinge erlebt, aber das ist mein Ding. Ja. Ich will auch nicht alles teilen. Ja. Du kannst mich gerne was fragen, aber ich antworte die Frage. Nächste Frage. ja, genau. Wenn, also noch dazu, wenn du mit deinen Freunden bist, redest du dann auch, also ist es bei denen auch so getrennt oder singst du da gerne, genauso wie bei uns? Nein, ich bin wirklich so das Gegenteil von dem, was man sich vorstellt. Man glaubt immer, Sänger, so wie man in einem amerikanischen Film, die singen dann ständig, womöglich auch noch so wie in Musicals, dass sie jedes Gefühl irgendwie dahin singen. Bei mir genau das Gegenteil. Also die Leute haben auch so eine komische Vorstellung. Manchmal komme ich irgendwo hin, und dann holt mich jemand, ich kenne ihn nicht, und dann sagt, da sitzt gerade meine Freundin im Gasthaus, die hat Geburtstag, kannst du ihr schnell alles Gute zum Geburtstag singen? Also als wärst du fast so der Sänger, ja. den du überall hinschleppen kannst, wo du jetzt was singen musst. So bin ich nicht. Also ich hebe mir das für besondere Momente, genau. wie für so ein Konzert hier aus. Ja, ich verstehe es, weil bei mir ist es, also ich bin ja noch nicht so ja. groß wie du. Ja. und dann sagen meine Freunde, komm, sing doch mal was oder so. Ja, die hat Geburtstag und ich so. Ja, es ist so, bist du, ich sage immer so, es ist ja, man fragt ja auch, keine Ahnung, was ist jetzt ein guter Vergleich, mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber es ist ja doch ein Beruf irgendwie. Ja. Und wenn du ständig irgendwie dann verfügbar bist. Davon reden musst, ja. Ja, das Abschalten ist ganz ja, angenehm. Ja, das verstehe ich. Und wenn wir schon bei Musik sind, du wohnst in Wien. Ja. Und ich habe gehört, da gibt es ein Projekt im 13. Bezirk. Ja. Wo du da sehr viel Musik produzieren wirst. Erzähl ja. uns mal davon. Ja, also du hast ja schon angesprochen, dass ich relativ viel immer meine Musik auf Reisen geschrieben habe, sehr viel unterwegs war, dort komponiert habe. Zugvögel war so das Album, wo ich genau immer außerhalb Österreichs geschrieben habe. Und dann habe ich mir irgendwann jetzt beim 4. Album gedacht, es wäre doch total nett, in Wien einen Platz zu haben mit anderen ja. Musikern, mit anderen Produzenten. Wo ich auch kreativ sein kann. Und das habe ich jetzt durchgezogen mit meinem Gitarristen, der ist auch dabei, der Philou, das ist auch ein Produzent, und verschiedenste Songwriter und Produzenten aus Österreich und Deutschland, die jetzt in eine alte Villa, das ist eine Botschaft, die Ex-Botschaft von Neuseeland ist das. Und dort bauen wir gerade ein Studio, machen so Komponierzimmer und ziehen da alle ein im Oktober, November. Heißt das, du reist nicht mehr oder? Wäre ja doch schade, fürchte, oder? Ich würde trotzdem weiterreisen. Okay, ja. Nein, es ist einfach nur, dass ich eine Möglichkeit hätte in Wien, ja.
und kannst auch gerne mal uns besuchen kommen. Dort. Das wäre der Hammer. Und wenn ihr noch kein Küken habt in der Gruppe, dann komme ich gerne mal. Ja, du kannst, wir haben auch kein Küken. Ja, ich bin da. Komm uns besuchen. Es ist direkt gegenüber von Schönbrunn, vom Tiergarten. Super. Aber ich sag nicht genau wo. Na, da werde ich mal vorbeischauen. Ja, voll gerne. Und was ist eher fertig, die Villa oder das Album? Wenn es so weitergeht, wahrscheinlich die Villa noch, ja. Weil das liegt nicht an mir, da haben wir Bauarbeiter, die bauen das und die sind sehr fleißig. Ich lasse mich ganz gern gehen und tue alles 10-mal umdrehen. Mhm. Genau. Also das Album kommt nächstes Jahr. Okay. Und in der Villa wohnt ja auch der Filou. Ja. Und der hat dir ja auch geholfen bei deiner neuen Single Millionär, die ja ganz neu, frisch und geil ist. Ja. Ist er auch der Grund, warum du jetzt gerade bei Synthesizer bist? Oder? Nein, man glaubt das eher. Das bin eher ich. Ja. Ich fahre seit 2-3 Jahren total auf elektronische Musik ab. Ja. Ja. Und hatte immer schon wahnsinnig Lust, das einfach mit akustischer Musik, mit meinen Mitteln, mit meinen Texten zu kombinieren. Ja. Weil ich finde, das haben noch wenige gemacht. Und er war so derjenige, der das dann getriggert hat in mir, auch 1-2 andere Produzenten. Wo du sagst, das ist doch geil. Ja, ja, ich liebe das. Also gerade so Millionär. Mir taugt das total. Auch heute, wir werden Millionär auch spielen. Ich mag beides, noch das ganze Leben. So eher so ein akustisches Song, den ich sehr gern habe. Und das ist halt diese elektronische Seite. Das kommt schon aus mir raus. Ja, weil du gesagt hast, heute passiert viel Neues. Ich habe gestern in deiner Instagram-Story gesehen, dass es jetzt Backing-Vocals gibt. Das ist ja was ganz Neues bei dir. Das ist verrückt. Das kennt man eigentlich. Oder ich habe es immer nur bei großen Produktionen. Weiß ich nicht, Ariana Grande oder Pink oder so, Coldplay haben nicht mehr welche gesehen, aber es ist so, auf diesem neuen Album ist extrem viel Gesang drauf und ich habe gesagt, ich möchte jetzt auch mal 2 Sänger mitnehmen. Das sind 2 gute Freunde von mir und mal schauen. Ja, cool. Und was erwartet uns alles beim neuen Julian Le Play, der Millionär? Weißt du, der Sound, was jetzt ja, genau, so also bei Millionär ist ja was ganz Neues und also es wird viel so Songs in diese Richtung geben. Es ist elektronischer, hier und da ist es rhythmisch. Jetzt, ich will jetzt nicht sagen Rap, ich mache jetzt nicht Rap, aber das überhaupt nicht. Und es gibt auch sehr ruhige Songs, auch heute, wenn du dann zuschaust. Ich habe nach wie vor schöne, ruhige Balladen geschrieben und so, aber es wird sehr geil. Spielst du heute Wir haben noch das ganze Leben? Oder? Das spiele ich fix. Ich spiele das immer, das ist einer meiner Lieblingssongs. Okay. Ich sag mal so, falls ich es nicht auf die Bühne schaffe, zeitlich, können wir es ja jetzt mal singen. Kennst du den Song? Ja, es ist einer meiner Lieblingssongs. Ah, wirklich? Ja, wenn du ihn kannst, also dann können wir ihn gerne super singen. Ja. Magst du mit mir singen? Ja, gerne. Okay, gut, passt. Dann lernst du die Band auch kennen. Ja! Ja. Passt die Tonlage für dich? Und ich weiß. Und ich weiß. Ja, das passt doch. Super. Ja. Okay. Wir haben noch den ganzen Morgen, um frühstücken zu gehen. Wir haben noch die ganze Nacht, um tanzen zu gehen. Und ich weiß, dass du bleibst, bis der Himmel mich dann ruft. Und ich zeig dir, dass ich bleib, bis zum letzten Atemzug. Ich bin noch nicht bereit, noch ist das Zeit. Ich will die Welt mit dir durchsegeln. Und am Abend wird es sagen, wir haben noch das ganze Leben. Noch das ganze Leben. Wir haben noch das ganze Leben. Noch das ganze Leben. Wir haben noch das ganze Leben. Hey, sehr schön. Danke. Super cool. Danke, dass du sehr da stark warst. Ich
freue mich, dass ich hier sein darf und mega. Und sehr schön gemacht. Und weißt du was? In 5 Jahren stehst dann du da. Ja, und so. Dann machen wir ein Dann sitze ich hier. Ja, genau. Und dann machen wir ein Duo. Dann singe ich dein Lied. Genau. Oh ja, das wäre sehr cool. Das wäre eine Ehre. Sehr gut. Cool. Danke, dass ihr da wart. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und natürlich auch ein Abonnement. Und falls ihr mehr von Julien Le Play sehen wollt und hören wollt, dann schaut jetzt gerne in der Infobox und da sind alle Sachen, die ihr braucht. Und ja, danke, dass du da warst. Voll gerne, danke dir. Ciao. Ciao, baba.